Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Wir werden mal erstmal wieder alles anmachen hier. Beziehungsweise fast alles, ich glaube. Also fast alles sowieso, Weihnachten lassen wir aus. Ah ne, ich sehe gerade wieder, die roten Kisten haben wir anscheinend alle voll. Ja, perfekt. So. Dann müssen wir zurück in den tropfenden Kessel. In den tropfenden Kessel. Wir wollen ja die Level weitermachen. Jawohl, ist ein Hauswappen voll. Das ist nicht viel. Aber was man sagen muss, ansonsten haben wir schon relativ viel. Ja, schon fertig. 78% haben wir schon erreicht. Das ist schon mal nicht so schlecht. So. Fangen wir mit Level 1 an. Ich denke mal, das ist das Beste. Also das ist das Beste, was wir machen sollten. Die Charaktere, um alles freizuschalten, haben wir ja jetzt. Na gut, das kann ich ja überspringen. Das kennen wir schon aus der Story. So, Ronald, wir brauchen dich gleich hier. Oh, 14 Millionen schon. Alter, so Schwierigkeiten, die Sachen zu bekommen, werden wir, glaube ich, nicht so unbedingt haben. Ach, hier müssen wir, können wir uns draufsetzen und wippen. Da oben ist auf jeden Fall ein Wappen drauf. Da müssen wir hin. Wir müssen aber Rons Kiste dafür kriegen. Oh, was ist das denn hier? Ach, warte mal. Nee. Hä? Ah, nicht das. Was müssen wir denn? Ach, wahrscheinlich mit dem Trecker, den wir hier ausbauen müssen, ne? Ja, nee, da brauchen wir Hermine für. Grab dich mal bitte hier durch. Ach, das ist... Nee, brauchen wir gar nicht. Das ist für Ron. Dann kommen wir ans Wappen. So, dann lauf mal da hoch. Ja. Hat semi... Das klappt da nach unten hin semi gut, will ich mal so sagen. Ja, gut. Klappt nicht so toll. Können wir mal so stehen lassen. So. Vor orangefarbenen Griff gedrückt, um daran zu ziehen. Ja, mache ich doch. Geht das nicht, weil er die Schuhe anhat? Ja, mache ich doch. Hallo. Danke. Meine Güte. Freunde, was ist da los? Ah, ich überlege gerade, wo kam nochmal hier das... Also was müssen wir damit machen hier mit den... Mit dem Busch. Da bin ich gerade etwas überfragt, leider. Da hinten sehe ich aber auch nichts, ne? Was wir hier anvisieren können noch. Okay. Ach, hier ist auch... Nein, doch, hier ist auch wieder so ein Busch. Was sollen wir denn damit machen? Oh, sorry. So, hier müssen wir wieder dran ziehen. Ach, guck mal da unten. Da sehe ich doch schon den Schüler in Gefahr. Dudley brauchen wir nicht. Grindelwald, der kann doch bestimmt, oder? Ja, der kann. Ich wollte doch gerade sagen, der Grindelwald muss das können. So. Machen wir hier die Brücke auf. Wo kriegen wir den Trecker nochmal her? Also ich weiß, dass wir hier einen Trecker hatten. Ich weiß nur nicht mehr, wo wir den herkriegen. Ach, Moment. Stimmt, die Graffitis können wir ja abspülen. Die müssten doch bestimmt auch was geben, oder? Also ich meine, das ist kein Zeichen dran. Das ist immer ein schlechtes Zeichen dann eigentlich. Aber normalerweise müssten die doch auch was geben. Okay, wir gucken mal. Ans obere kommen wir eh noch nicht dran. Was hat es mit den Dingern hier auf sich? Da müssen wir doch safe irgendwie drüber fahren. Ah, ich weiß jetzt wieder nicht, wo wir die... Ach, okay. Ja, guck mal hier. Natürlich, natürlich. Wir hatten keinen Trecker. Also hatten wir schon auch mal, aber nicht hier in dem Level. Aber wir müssten uns hier einen bauen. Und dann fahren wir damit nämlich dann... Ach, das ist ein Rasenmäher. Na gut. Das macht auch mehr Sinn. Ron, ich wollte gerade sagen, kannst du mir auch gerne aus dem Weg gehen. Der Ding lässt sich sowieso eher, boah, Alter.
Das ist ja... das ist ein schönes Gefährt hier. Damit fahre ich gerne. Das macht Spaß. Oh Gott, mit dem Ding zu... Nein, nicht darunter, nicht darunter. Ist hier noch was? Ja, hier ist noch was sogar. So, die restlichen beiden sind da. Bitte nicht runterfallen, bitte nicht runterfallen. Nein, er fällt runter. Du bist... Grindelwald, Mensch. Der beste Fahrer bist du auf jeden Fall nicht. Kann ich da rein? Nein. So, der beste Fahrer bist du auf jeden Fall nicht. So, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Ach Gott. Dankeschön. Vielen Dank, dass es jetzt auch funktioniert hat. Da müssten wir der Farbe nach, aber das zählt ja leider nicht, Sliverin rauskriegen. Haben wir auch so rausgekriegt. Okay, gut. So, mehr kriegen wir wohl auch nicht hier raus. Na, darauf bitte. Danke. Und darauf. Ah, komm. Hallo, geht weg. Dankeschön. Und ich würde sagen, das reicht. Guck mal, mehr brauchen wir nicht. Schon perfekt. So. Kriegen wir irgendwas, wenn wir die Graffitis weg haben? Anscheinend nicht. Schade. Ah, die Dementoren. Genau. So, meine Freunde. Wollen wir euch mal hier, bisschen, dezimieren. Bis wann ging das nochmal? Mussten wir die alle, also alle zerstören geht ja eh nicht. Die droppen ja immer mehr. Wir mussten einfach nur durch, oder? So, das können wir auch überspringen. Wie gesagt, wir haben die Story, haben wir schon gespielt. Nein, jetzt dieses Fluglevel hier. Unschön. 1 von 5. Ich glaube, ich habe schon einen verpasst, oder? Habe ich schon einen verpasst davon? Ich weiß es nicht. Schieß da drauf, schieß da drauf. Danke, 2 von 5. Boah, Alter, das Fluglevel ist so... Da ist noch eins. Schieß, ja. Krieg ich's noch? Ich krieg's noch. Schieß, oh, danke schön. Gut, dass uns das angezeigt wird, der als Wappendings. Ja, das brauchen wir alles nicht, Freunde. Ach, da müssen wir auch noch irgendwas machen. Stimmt, da war was. So, hier können wir es erstmal rausspülen. Hier können wir es erstmal rausspülen. Danke. Elfias Dodge. Der sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel. Aber wird wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch sehr viel mehr sagen. Also was müssen wir hier... Ach, hier müssen wir reparieren. Dafür brauchen wir Arthur. Wo bist du? Da ist Arthur. Ah, ein bisschen schneller, Arthur. Komm. Ich weiß gar nicht. Gab es schnell reparieren als Briefkasten? Anscheinend nicht. So. Junge, was ist denn hier zusammengebaut? Was ist das für ein unpraktisches Ding? Aber jetzt mal ehrlich, es ist ultra langsam und Treppen oder so könnte es auch nicht hochlaufen. Beziehungsweise, okay, die Kleinen schon. Ja, gut. Habt da recht, die Kleinen kann das Ding hochlaufen. Aber die anderen nicht. Das kann nicht mal Pflanzen zerstören. Umweltfreundlich zumindest. Zumindest umweltfreundlich. So. Ja, da oben ist der, der Mad-Eye drin. Ach ja, wie schön schnell das ist. Wunderbar, guckt euch das an. Wir rasen über die ganze Karte hier. Ach ja. Schön, dass wir keine Räder bekommen haben an dem Ding. Ich meine, es ist eine lustige Idee. Das kann ich gar nicht, das kann ich gar nicht abstreiten. Es ist eine sehr, sehr lustige Idee. Haben wir alles? Wir haben alles, ne? Das ist, ja, ne, wir können noch nicht alles haben, oder? Ne, wir können noch nicht alles haben. Wir haben hier noch nicht die Tasche ausgepackt.
Was macht es? Hä? Das gab nur jetzt sowas? Ehrlich? Kann man sich das hier... Kriegt man jetzt immer sowas? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Okay, dreimal. Aber immerhin. Ich meine, das Level, da haben wir schon fast 500 Millionen, ey. Ja gut, wir dürften alles haben. Dann würde ich sagen, speichern und verlassen. Ich hoffe, das behält das jetzt auch. Das behält es auch. Wunderbar. 9 Millionen. Jetzt habe ich den Charakter nicht gezeigt. Nice. So. Schüler in Gefahr haben wir. Ja. Ja, würde ich sagen, passt doch erstmal. Gehen wir direkt ins nächste Level. Nee, da fehlt uns noch einer. Warum wurde er uns angezeigt? Freies Spiel. Warum wurden da uns... Hä? Ich verstehe nicht. Ganz ärgerlich. Aber egal, wir sind ja schnell durch. Wir sind ja schnell durch. Es ist trotzdem ärgerlich. Was wurde uns denn da angezeigt? Da wurden doch drei Charaktere irgendwie angezeigt, oder? Warum? Ach, hier müssen wir ziehen. Also das verstehe ich jetzt wirklich überhaupt nicht. Das müssen sie mir erklären. Ja, Schüler in Gefahr und so bleibt ja schon alles, haben wir schon alles. Also das verstehe ich nicht, warum sie da, warum das da so ist. Ich habe keine Ahnung. Das verstehe ich wirklich überhaupt nicht. Vor allem, wo soll denn der letzte Charakter sein? Ja, das sollte reichen, oder? Ja, guck mal. Wunderbar. So. Ja. Danke. Ja, ich habe mir gedacht, dass wir uns treffen lassen müssen. Es ist halt die Sache, ich weiß nicht, wo der andere Charakter ist. Der wird ja hier auch nirgendwo angezeigt. Oder ist es auch so wie mit dem Blauen, dass hier einfach nichts angezeigt wird? Das wäre halt hart kacke. Ich glaube ehrlich gesagt, dass... Übrigens muss ich gerade lachen, weil einfach ein Kriegsschiff im Hafen steht. Und Lego so gegen Kriegsschiffe ist. Okay, kleiner Schmunzler wert, würde ich mal sagen. So, ja, aber... Ja, komisch. Kann man hier eigentlich auch verkacken? Ich fliege gefühlt in jedes Schiff rein gerade. Aber gut, kann man anscheinend nicht. So, jetzt sind wir hier. Aber wo ist der letzte Charakter? Da oben müssen wir was machen. Hier aufbauen anscheinend. Ach, guck mal, mit dem Hammer durchhauen. Nice. So, was haben wir noch? Was müssen wir noch hier tun? Der Charakter wird halt auch nirgendwo hier angezeigt, ne? Geht das Level noch weiter? Ich kann mich halt nicht mehr dran erinnern. Ach, jetzt kriegen wir dann... Guck mal, jetzt ist dann nämlich... Ah, nee. Ach, das ist die Mission. Ich bin ja sowas von bescheuert. Oh Gott, ich bin... Ich bin doof. Es war einfach nur für die Mission, diese Charaktere, die wir finden müssen. Oh, ist doch nicht wahr. Ist doch nicht euer Ernst. So, Tongs haben wir auch. Da oben ist die letzte Person, die wir retten müssen. Ach so, okay. Wohin damit? Da, okay. Ah, komm, Harry. War nicht schon Theater hier, bitte. Hallo? Da, dankeschön. So. Übrigens nur so dezent gefährlich, die Scheiße. Ah, ja, Aquamenti wollen wir jetzt nicht. So. Spuck hier mal aus hier, den Mad-Eye. Den Mad-Eye Moody. Bitteschön. So.
Ja, wunderbar. Jetzt haben wir den Mad Eye. Ah ja, jetzt macht er. Ja, stimmt. Jetzt macht er das. Das Anwesen der Blacks auf. Ach, guck mal, doch. Es geht noch weiter. Okay, sorry. Ich dachte, das wäre da zu Ende gewesen. Deswegen habe ich gedacht, okay, wir haben den schon. Ach, ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern. Der wird uns aber schon wieder nicht angezeigt. Wir haben den aber eingestellt, oder? Charakterstats? Wo ist es? Ja, ist an. Ach, Charakterstats, ich bin doof. Charaktermarkenfühler ist aber auch an. Komisch. Das ist sehr komisch, meine Freunde. Moment, wir hätten ja Arfa gehabt. Ja, dann reparier mal das Ding hier bitte. Ich glaube, das müssen wir machen, oder? Oh Gott, reparier doch schneller, bitte. So, wir müssen da ja gleich hier rüber switchen. Schon wieder 260 Millionen, obwohl wir einfach nur durchrushen. Ja, bitte einmal aufbauen, dankeschön. Vielen Dank. So, ist hier der Charakterstatfühler? Ach, der Charaktermarkenfühler. Nee. Ja. Ach, da ist der. Ah, okay, ich verstehe es. Ich verstehe es gerade. Ja. Da ist der, Dude mit dem Fragezeichen über dem Kopf. Und da müssen wir ja, glaube ich. Mit dem gelben. Nee, das war die Wolke, ne? Oh! Was? Was ist das denn? Hä? Warum? Aber cool. Okay. Ich dachte schon, wir müssen die Leute hier umfahren. Ach, wir müssen die Flecken hier auf dem Boden wegballern. So. Da ist noch einer. Danke. Und wo ist der letzte? Wo ist der letzte Fleck, Freunde? Ihr steht mir alle im Weg. Wäre cool, wenn man damit hupen könnte. Es gibt nur Lilanen. Ich bin dezent enttäuscht. Na gut. Was willst du tun? Aber ich bin ehrlich, wenn wir den schon haben, können wir uns die hier auch nochmal alle mit wegholen. So. Ach stimmt, das Level war ja sogar länger, als ich dachte. Ja. Okay, das stimmt. Deswegen hatte ich ja letztes Mal das erste Level nicht gemacht. Ne, beziehungsweise letztes Mal habe ich das letzte Level, ja, ach, das letzte, eins der letzteren Level gemacht, weil wir, wie heißt das hier? Weil wir ja den Grubbuck brauchten. So, da ist er. Der letzte. So, wen haben wir hier? Antonio Lollehoff. Und Arthur im Anzug. Nice. Jetzt haben wir aber alles. Jetzt haben wir alles. Ich bin mir ganz sicher. So, hier hätten wir Arthur wieder gehabt. Ja, wir haben alles. Ich bin mir zu 70% sicher. So, gucken wir doch mal nach. Ja, alles da. Guck mal, wunderbar. So, Dumbledores Armee. Ich glaube, das war kein so langes Level, ne? Weil, ja, Zeit ist schon wieder knapp. Nicht um, aber knapp. So. Hier ist doch mal direkt das... Shit. Ich hab vercheckt, wie viele wir brauchen. Obwohl, ich glaube, hier brauchten wir sogar alles, oder? Oh, Miss McGonagall kann doch auch. Das sieht cool aus. Oh, so ein süßes Kätzchen. Ja, ganz fein, du. Ganz feines Kätzchen. So. Ja, mein Freund. Nimm, gönn dir. Habe ich einen Neville? Nee, Seamus.
Oh, wir haben die. Wir haben die. Ja. Ich habe nicht mehr dran gedacht. Ich habe nicht mehr dran gedacht. Es tut mir leid. Das war doof. So, da können wir doch hier an den Automaten. Wo ich die ganze Zeit dachte, warum holen wir da irgendwas raus? Aber. Ja. Normal, die Brille, die können wir gut gebrauchen. So. Bauen wir uns mal hier einen Charakter zusammen, beziehungsweise einen Schneemann. Und wen haben wir? Wir haben Neville im Winter. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir gerne mit. So. Ah, hier musste ich die... Genau, die Drachen befreien alle. Ja, ihr seid frei. Free Dragon! Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas, irgendwas aus Versehen gesagt. Weil man weiß ja heutzutage nie. Ne? Ich meine... Ja. Ja, stell dir vor, das ist dann irgendwie so eine Gruppierung oder so. Das ist nicht mein Ziel und mein Sinn gewesen. Falls es so ist, ich habe keine Ahnung. Hier müssen wir auch rein. Ah, guck mal. Moment, wir haben doch Harry. Hier, wir haben Harry. Ah, guck mal. Ah, wie cool, ne, dass wir die jetzt spielen können, so. Einfach so einen absoluten random Charakter. Aber gut, finde ich ganz lustig gemacht. So, dich brauchen wir auch hier. Was müssen wir hier nochmal machen? Was müssen wir hier nochmal machen? Ne, hier nix. Hier nix. Ich gucke gerade. Da können wir nicht dran, ne? Da können wir dran, ne? Ja. Und das habe ich mir gedacht, dass das war der Sinn. Das war das Ziel dahinter. Shit. So. Natürlich haut er dann ab. So, unten rein und da. Komm hier, mein Freund. So, nice. Das finde ich wieder lustig gemacht. Einfach so, so eine Schießbude hier mit so ein paar Todessern drin. Finde ich lustig gemacht. Ja, kann man wieder machen. So. Fenster mal aufmachen hier. Jetzt überlege ich nur gerade, Ah, ne, das wollten wir nicht. Ach doch, das wollten wir doch. So. Zauberdienst ist das Ding weg. Nein, das will ich nicht. Oh. Harry, warum machst du das? Ich wollte doch die Schaufel mitnehmen. Naja, gut. Warum nicht einfach das Eis wegzaubern mit der Rakete, wenn wir den halben Laden zerstören können? Naja. Ne? Hier, bitteschön. Deine Schaufel. So, und für sie brauchen wir hier die... den Mist. Für sie brauchen wir den Mist hier. Hm. Das Gute ist, wir müssen den Trank nicht mehr zusammenbrauen. Ach nee, Moment. Ich bin da doof. Wir müssen den Trank doch gar nicht zusammenbrauen. Das ist doch, glaube ich, gar nicht ihre Blume, sondern da einfach ist, das ist doch einfach nur die Blume hier für den Trank drin, oder? Ja, wollte ich... Ah, guck mal. Sag ich noch so, wir brauchen den Trank ja gar nicht aufbauen. Und mach dabei den Trank fertig, natürlich. So, Ron, du bist am Start. Hm, die Füße wieder. Ah ja. Ah, dafür müssen wir aber erst noch ein bisschen was mehr machen, sehe ich gerade. So, wer du musst mal Hermine werden. Danke. Dann buddeln wir hier mal ein bisschen rum. So, ich kann schnell buddeln, das finde ich gut. Ach, okay. Sie muss es machen, ich muss hoch. Wir haben Hermine mit Schal. Dann haben wir jetzt zwei Charaktere, ne? Gut, zwei Characters haben wir. Ach, da oben ist das letzte Teil. Natürlich. Natürlich, da müssen wir sie natürlich auch haben. Um das Teil natürlich runterzuwerfen. So. Ne, ne, das wollte ich nicht. Das will ich. Und dann hier dran heften. Und wir sind im tropfenden Kessel.
So, hier können wir... Ach, guck mal, hier können wir wieder einiges machen. Das finde ich sehr, sehr geil. Also ich meine, ich mag das so. So ein Backtracking, dann haben wir noch ein Level, wo wir noch richtig viel machen müssen. Wo wir vielleicht auch so ach so, das ist nur der Apfel, okay. Wo wir vielleicht auch so spannende Sachen oder so halt herausfinden, aufnehmen oder sowas. Guck mal hier, wir kommen in den Keller. Das ist ein komplett neuer Abschnitt. Wisst ihr, was ich meine? Wir kommen einfach in den Keller und es ist einfach was komplett Neues. Und das finde ich einfach richtig cool. Jetzt muss ich mal gucken. Was muss ich tun? Ich habe auch den Schüler in Gefahr gefunden, sehe ich gerade. Wo haben wir denn hier einen, der böse ist? Da. Da haben wir unseren krassen Typ. Müssen wir die Spinnen abschießen? Nee. Gut, wir müssen aber das Wasser, glaube ich, abpumpen. Ich bin noch nicht ganz so sicher, aber ich glaube ja. So, dafür müssen wir das hier erstmal zusammenbauen. Ja, guck mal, Wasser abpumpen. Habe ich doch gesagt. So, jetzt können wir nämlich auch mit Ron... Oh Gott, hier ist schon wieder der Rollstuhl. Ich meine, ich finde es cool für Leute, die dann halt ja wirklich im Rollstuhl sitzen, dass die dann auch so sehen, so, oh, ich kann Rollstuhl fahren. Cool, ne? Also hier im Spiel. Ich weiß nicht, ob jemand das will. Ich glaube eher nicht. Es tut mir leid, ich glaube eher nicht. Aber falls, ne? Aber irgendwie auch makaber, dass man es einfach so machen kann, obwohl man laufen kann. Ja, schwierig halt, ne? Schwieriges Thema wieder. Lass mir raten, das fliegt jetzt in den Ofen, ja. So, wir könnten den Ofen jetzt löschen. Wir könnten es aber auch sein lassen. So, da müssen wir noch aufbauen. Ja komm, den blauen nehmen wir jetzt auch noch mit. Da müssen wir die drei Gewichte oder was das auch immer ist, da oben runterballern. Oh, hier ist auch... hier ist auch noch ein Licht. Wo kriegen wir das her? Können wir das von oben auch holen vielleicht? Ja gut, gucken wir gleich. Das muss beides also nach oben, okay. Ja, kommt da jetzt was oder? Danke. Gryffindor, wir haben jetzt Gryffindor, wir haben... Wappen haben wir voll. Wir haben das Wappen voll. Das brauchen wir noch, ich glaube einen Charakter, aber ich bin mir da auch nicht sicher. Ich habe leider nicht, ich bin doof, ich habe nicht geguckt, wie viel wir brauchten. Schade. Die Eule kackt gerade Goldmünzen. Ah, goldene Stats, absolut gut. Junge, what the fuck, wie geht denn hier ab? Alter. Die ist ja völlig, oh, Junge, das war wieder irgendwas Stranges halt, ne, so. Einfach sowas Random-mäßiges, das finde ich einfach, das ist das, was ich so cool finde an den... an den Lego-Spielen. Diese Sache, dass du einfach machen kannst und dann kommt da sowas bei raus. Das ist einfach eine goldkackende Eule. Ja, wo hast du das sonst? Ja, darf ich dran? Ja, gib ihm richtig. So, dann lasst mich doch jetzt mal hier weitermachen, Freunde. Danke, bitteschön. Wofür brauchen wir die Zutaten nochmal? Ach, hier, das Puppenspiel. Ja. Ah, man kann es nicht überspringen, das ist sehr tragisch. Aber das ist nicht smart, das ist leider nicht smart. Ich hätte gewünscht, dass wir es überspringen können. So, bitteschön. Bitteschön. So, jetzt noch ein Apfel. Sie braucht die... Hä? Die Hand war das, ne? Ah, wir haben die dann bekommen. Wo kriegen wir die... wo kriegen wir nochmal die Knochenhand her? Hä? Wo kriegen wir die Knochen an? Ach, okay, ich bin doof, natürlich. Ja, gut.
Oh. So, Ron. Mach ihn fresh. So, dankeschön. Die Knochenhand haben wir auch. Bitteschön, Chao Chang. Deine Knochenhand. So, das können wir überspringen. Und wir haben das Level auch vollendet. Nice. Alle drei Charaktere. So muss das und so kann es weitergehen. Schüler in Gefahr. Ja. Wir haben schon 1 Milliarde jetzt geholt. Ist auch gut. 1.296.000.000. Davon können wir jetzt erstmal ein bisschen shoppen gehen. Und zwar ein paar Charaktere, weil wir brauchen noch einige. So. Da war doch noch irgendwo einer da. Hier war doch auch noch irgendwo einer. Da. Ah, oh, das mit diesen... Das ist auch so eine Schwierigkeit hier in dem Game. Die zu gucken, welche Charaktere du noch brauchst, weil die sich einfach ändern. Und manche haben auch einfach fünf Stück auf einen. Da unten ist noch einer gewesen. Irgendwo da hier war noch einer. Da. Nein, nein. Oh. Ja, das meine ich. 5 Stück auf einen, da muss er erstmal durchblicken. Oh Gott. Das ist auch so ein bisschen, Kennt man immer noch anders lösen können. Na gut. Wollen wir mal erstmal hier weitergehen und die Aufnahme dann auch beenden. So, er ist dran. Nein, nicht der Name. Können hier ein paar andere Ärmel, ist mir jetzt eigentlich auch Latte. Dann würde ich an der Stelle sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dahin auf Wiedersehen.